Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel. Die letzten Wochen stand unsere Ringvorlesung der ganzen Zeit der Finanz- und Eurokrise in den kapitalistischen Kernländern von Westeuropa und der USA. Wir haben über Innovationen auf den Finanzmärkten geredet, über die Konstruktion bzw. Fehlkonstruktion des Euros und über die Rolle Deutschlands in der Eurokrise. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist, wie die Finanz- und Eurokrise andere Regionen unserer Erde getroffen haben. Es ist gar nicht lange her, nämlich Anfang der 2000er Jahre, da wurde von der großen Macht der BRICS gesprochen. BRICS umschreibt dabei den Staatenverbund von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und sie haben damals umschrieben, große Investitionsmöglichkeiten wurden erstmals zu diesem Begriff zusammengefasst von der Investmentbank Goldman Sachs. Andere Erzählweisen beschrieben von der großen Bedrohung, die für die Vorherrschaft des Westens von den BRICS-Ländern ausgehen würde. Seit der Krise ist es um solche Perspektiven auf die BRICS eher ruhig geworden. Viele Ökonomen und Politikwissenschaftler schreiben die BRICS sogar schon ab und halten diese Länder für nachhaltig nicht konkurrenzfähig mit dem Westen. Andreas Nölke, der uns diese Woche einen spannenden Vortrag zum Thema Wendepunkt in der Geschichte des Kapitalismus, Finanzialisierung, Eurokrise und Schwellenländer halten wird, sieht dies vermutlich etwas anders. Andreas Nölke sieht insbesondere die von China und Brasilien implementierte Form des Staatskapitalismus als stabiler und unabhängiger von Finanzmärkten und als unsere Form des Kapitalismus in Europa oder in den USA. Ich freue mich zusammen mit euch auf einen spannenden Vortrag. Und bevor Professor Nölke jetzt die Bühne betreten wird, werde ich noch ein paar Angaben zu seiner Person machen. Andreas Nölke ist seit 2007 Professor für Politikwissenschaften, insbesondere internationale Beziehungen und internationale politische Ökonomie am Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Frankfurt, Goethe-Universität. Er hat in Konstanz vorher studiert und anschließend kehrte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität, nachdem er in Malaysia einen Aufenthalt mit der GTZ hatte, kehrte er an die Universität Konstanz zurück, wo er 1993 auf Grundlage einer Arbeit zur Koordination von Entwicklungshilfe promoviert wurde. Nach weiteren Beratertätigkeiten für die GTZ und die Europäische Kommission und die Weltbank arbeitete Andreas Nölke von 1996 bis 2001 als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Leipzig, wo er sich mit seiner Arbeit zu transnationalen Politiknetzwerken habilitierte. Anschließend an einem Gastaufenthalt an der Rutgers University war er, neben seiner Lehrtätigkeit am University College der Universität von Utrecht bis 2007 als Universitärdozent an der Freie Universität in Amsterdam tätig. Mit dieser Universität ist er nach wie vor verbunden als Mitglied des Amsterdamer Research Center for International Political Economy. Nölke war zudem einige Jahre als Vorstand der Sektion Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft tätig und er ist Mitglied des Doktorandenauswahlschusses der Studienstiftung des Deutschen Volkes und Mitherausgeber der beim Springer VS erscheinenden Buchreihe Globale politische Ökonomie. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gebeten worden, im Rahmen dieser Vortragsreihe so ein bisschen den Fokus zu erweitern. Sie haben ja schon relativ viel gehört über Finanzmärkte, Finanzkrise und die Eurokrise. Und ich werde heute unter anderem auch die Schwellenländer prominent mit einbeziehen. Der Vortrag, den ich heute halte, ist ein sehr spekulativer Vortrag, ein bisschen gewagter Vortrag für einen seriösen Wissenschaftler. Deswegen zögern Sie nicht, wenn Ihnen das komisch vorkommt oder unglaubwürdig, sollten Sie auf gar keinen Fall zögern, nachzufragen, sind Sie wahrscheinlich in allerbester Gesellschaft. Der Ausgangspunkt meines Vortrages ist die andauernde ökonomische Krise, also seit 2007, 2008, bei der sich die Frage stellt, ob wir wieder an einem Wendepunkt in der Geschichte des Kapitalismus sind. Solche Wendepunkte, Wendepunkt wurde zuletzt in den 70er Jahren
festgestellt, damit es ein relativ breiter Konsens ist, dass man da sozusagen den Übergang hat vom Fordismus, von der sozusagen der stabilen Ordnung der Nachkriegszeit hin zum Neoliberalismus. Und davor gab es die 30er Jahre als Wendepunkt von einem auch einen sehr liberalen, finanzmarktorientierten, volatilen Kapitalismus dagegen zum Fordismus. Und die Frage stellt sich ja jetzt mit einer so langen und schwerwiegenden Krise, ob wir jetzt wieder in solchen Wendepunkt sind. Und ich werde natürlich spekulieren, aber damit das nicht so eine plumpe Spekulation ist, denke ich, sollten wir uns mal angucken, was es so an Theorien gibt, die darüber was aussagen, über die historische Entwicklung des Kapitalismus. Und die Grundidee ist dabei, dass es so etwas gibt wie Phasen des Kapitalismus, dass der Kapitalismus sich in unterschiedlichen Phasen entwickelt. Und darüber werde ich jetzt ein bisschen spekulieren. Gut, ganz kurz schon mal vorweg die ganze Pointe, was ich sozusagen im Rahmen meines Vortrags vortragen werde. Wir wissen schon mal, worauf es hinausgeht. Ich würde argumentieren, dass wir gerade uns in einer Krise einer Phase des Kapitalismus befinden, einer liberalen Phase des Kapitalismus, den wir als Finanzialisierung bezeichnen. Ich glaube, das ist hier häufig. Ich würde zweitens argumentieren, dass sich die Geschichte des Kapitalismus als eine Pendelbewegung zwischen liberalen und organisierten Phasen des Kapitalismus beschreiben lässt. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlicher. Und wenn eine liberale Phase des Kapitalismus aufhört, ist die nächste Phase des Kapitalismus aus dieser Bewegung natürlich eine organisierte. Und diese neue Phase des Kapitalismus, die ich für sehr gut denkbar halte, ist wahrscheinlich modelliert oder stark beeinflusst von den staatskapitalistischen Schwellenländern, so wie das ja vorhin schon angekündigt wurde. Organisiert heißt aber nicht unbedingt sozial. Und das unterscheidet meine Diagnose von der Diagnose, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen nach der großen Finanzkrise vorgenommen haben. Die haben gesagt, so jetzt bricht dieser verdammte finanzialisierte neoliberale Kapitalismus zusammen. Jetzt kommen wir wieder zu einem schönen sozialdemokratischen, kontrollierten Kapitalismus. Kontrolliert oder organisiert wird er sein. Aber ob er so sozial ist, wie zum Beispiel relativ die Periode, sagen wir mal, der 50er, 60er Jahre, das wage ich zu bezweifeln. Ich werde in vier Schritten vorgehen, drei große Schritte, ein kleiner danach. Zunächst werde ich Ihnen einige Theorien vorstellen, die aus meiner Sicht geeignet sind, darüber informiert zu spekulieren, wie sich der Kapitalismus historisch entwickelt. In einem zweiten Schritt werde ich argumentieren, und das glaube ich ist bei Ihnen, das kann ich relativ knapp halten, weil Sie das in Vorwochen schon häufig diskutiert haben, warum ich der Meinung bin, dass wir bisher noch unter Finanzialisierung leben und warum das eine Krisentendenz hat. Ganz kurz einen Exkurs zur Euro-Krise, die da reinpasst. Und dann gehe ich ein auf das Wirtschaftsmodell der großen Schwellenländer, wie das aus meiner Sicht aussieht und warum ich der Meinung bin, dass das möglicherweise so ein Leitmodell sein kann. Gut. Meine Frage, und das ist sozusagen eine Frage, mit der ich so seit zwei, drei Jahren beschäftige, ist quasi eine empirische Frage, für die es keine Theorie gibt, die das so richtig klar sagt. Das gibt auch meine Frage, ob das jetzt ein Wendepunkt ist. Es gibt keine Theorie, die dann eine klare Antwort hat. Und deswegen habe ich mir eine ganze Reihe von Theorien zusammengesucht. Und es gibt ein paar Kriterien, die aus meiner Sicht wichtig sind für die Auswahl solcher Theorien. Und das erste Kriterium ist, dass man eine Theorie braucht, die nicht nur den Kapitalismus im Nachhinein erklären kann, also das ist zum Beispiel eine ganz besondere starke Stärke der Regulationsschule, den Fordismus und den Postfordismus sozusagen im Nachhinein beschrieben hat, sondern auch eine Theorie, die was sagen kann über zukünftige Entwicklung. Zweitens würde ich sagen, diese Idee, die ich mit der Finanzkrise, sagen wir in den 20er, 30er Jahren, jetzt wieder so eine Finanzkrise, das spricht aus meiner Sicht für eine zyklische Entwicklung des Kapitalismus. Sie können sozusagen einerseits annehmen, dass der Kapitalismus sich zyklisch entwickelt, oder Sie können annehmen, dass es eine lineare Entwicklung gibt. Für mich verweist diese auffällige historische Parallele darauf, dass es offensichtlich so etwas wie Zyklen gibt. Das schreibt aus meiner Sicht sozusagen den orthodoxen Marxismus, aber auch die Modernisierungstheorie aus, die haben beide so eine Idee, dass es sozusagen so ein Endstadium gibt, auf das man sich zubewegt. Aus meiner Sicht, und ich bin so im Kern meiner Forschung ein Institutionalist, ich finde, man kann Kapitalismus gut greifen, wenn man sich seine Diskussionen anschaut, da kann man den besser in den Griff kriegen, analytisch, als wenn man so allgemein darüber redet. Muss man aber nicht nur über die nationalen Institutionen des Kapitalismus sprechen, normalerweise, die meisten Kapitalismusanalysen, die haben einen sehr starken nationalen Fokus, sondern auch über die internationalen und, so dass es sozusagen, ja,
heute anders als früher. Fast alle Kapitalismustheorien haben sich entwickelt, am Beispiel von Europa oder den USA. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei. Also wir können über Kapitalismus, über globalen Kapitalismus nicht mehr reden, ohne die großen Schwellenländer, in die sich gerade ein Großteil der wirtschaftlichen Aktivität verlagert. Das sind so ein paar Kriterien, die mich bringen zu meinen Theorien. Ja, was gibt es da so an Theorien kapitalistischer Zyklen? Ich zeige Ihnen mal so ein paar Inspirationsquellen. Eine, die ich sehr interessant finde, ist eine Variante der Weltsystemtheorie nach Giovanni Arrighi. Und diese Theorie sagt, dass es so etwas gibt wie Hegemoniezyklen. Das heißt, es gibt also ein Auf und Ab von dominierenden Ländern in der Weltgeschichte. Das war beispielsweise mal Großbritannien, dann die USA, das ist jetzt auch der aktuelle Hegemon. Und aus seiner Sicht wäre China jetzt der nächste Hegemon. Und es gibt so Zyklen, Hegemonen steigen auf, steigen ab. Und in der Abstiegsphase, wenn so langsam so ein bisschen mit ihnen den Bach runtergeht, dann verlegen sich diese Hegemone weg von der Produktionswirtschaft her zu einer sehr stärker geprägten Finanzialisierung. Das fand ich also schon mal sehr, war eine interessante Idee, die mich inspiriert hat. Eine zweite Theorie, die ich sehr spannend finde, die in Deutschland sehr unbekannt ist, aber im angelsächsischen Bereich durchaus bekannt, ist eine Theorie, die heißt Social Structures of Accumulation, eine Weiterentwicklung, Schwester der Regulationstheorie. Ich will die jetzt hier nicht erschöpfend vorstellen, aber die hat so eine Idee, die ich sehr inspirierend fand, nämlich, dass sie die Idee hat, dass es Zyklen gibt zwischen Abwechslung und Kapitalismus zwischen liberalen und regulierten Phasen. Das heißt, der Kapitalismus ist liberal, dann ist er reguliert, dann ist er liberal und so weiter. Und jede dieser Phasen endet auf eine typische Art und Weise. Der liberale Kapitalismus ist sehr instabil, der endet dann in einer großen Krise. Der regulierte Kapitalismus, der ist sehr stabil, aber ist nicht so effektiv in der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen, werden unzufrieden und so langsam brechen sich dann so die Ideen des Liberalismus da durch. Es gibt also diesen Profit Squeeze, der klappt nicht mehr so richtig und dann hört das auf. Die dritte Inspirationsquelle für meine Überlegungen kommt von Polanyi, den kennen vielleicht viele von Ihnen auch. Ich nehme von Polanyi zwei Überlegungen auf. Die eine ist sozusagen seine bekannteste, die Idee, dass der liberale Kapitalismus inhärent instabil ist, dass es in einem sehr liberalen Kapitalismus eine Gegenbewegung gibt, einen Pendelschlag gegen den liberalen Kapitalismus, das ist weit verbreitet. Deswegen haben wir jetzt auch viele Leute angenommen nach der Finanzkrise, jetzt kommt die große Gegenbewegung, die ja bisher sozusagen nicht so deutlich sichtbar ist. Und die zweite Idee, die nicht ganz so bekannt ist, ist Polanyis Unterscheidung verschiedener Formen ökonomischer Organisation. Er unterscheidet den Marktmechanismus, die Redistribution, also dass da jemand gibt, der sozusagen umverteilt, meistens von oben runter. Und der dritte Mechanismus ist die Reziprozität, das heißt, ich helfe dir, du hilfst mir. Das ist eben der Läufig, kommt später in meinem Vortrag nochmal wieder. Die letzte der Theorien, die mir als Inspirationsquelle gedient hat, sind auch Theorien, die nicht so bekannt sind, zumindest den Jüngeren nicht, das sind Theorien des organisierten Kapitalismus, das sind sehr stark in Deutschland entwickelte Theorien, also Hilfer wie Naftali, Pollock, Sombart sind da klassische Autoren, und um es ganz grob hier in diesem Vortrag einfach zu fassen, kann man sagen, dass das Kernkriterium für organisierten Kapitalismus ist, ob Unternehmen quasi die Privatsache ihrer Eigentümer ist, also ob die damit machen können, was sie wollen, wenn es im Wesentlichen wirklich darum geht, deren sozusagen ja, Entscheidungsspielraum, deren Bereicherung zu maximieren, oder ob Unternehmen quasi öffentliche Einrichtungen sind, wo es also eine ganze Menge von Akteuren gibt, die Ansprüche haben an die Unternehmen. Das sind natürlich die Arbeitnehmer, aber auch die lokalen Gemeinschaften, andere Unternehmen und so weiter. Im organisierten Kapitalismus findet man immer zudem, also A, sind die Unternehmen eben nicht so privat. Und eine zweite Sache ist, dass natürlich, wenn sie so als öffentliche Infrastruktur gesehen werden, dann werden sie normalerweise einem speziellen Zweck unterstellt. Der klassische Zweck ist die wirtschaftliche Entwicklung, aber ein anderer Zweck, der auch sehr prominent ist, ist die militärische Expansion. Also organisierter Kapitalismus, denken Sie zum Beispiel an Nazi-Deutschland, denken Sie an die Kartelle in Nazi-Deutschland, das war klassischer organisierter Kapitalismus, da diente die Ausschaltung des Marktprozesses und sozusagen auch die Ausschaltung der Aktionärsgestaltungsmöglichkeiten eben diesem Zweck der militärischen Expansion. Nun, was mache ich aus diesem bunten Mix von Theorien über den Kapitalismus? Das sind jetzt sozusagen meine theoretischen Argumente, das vorhin schon angedeutet. Es gibt also im Kapitalismus eine Pendelbewegung zwischen liberalen und organisierten Phasen.
Organisierter Kapitalismus ist nicht unbedingt sozialer Kapitalismus. Also, ich habe gerade schon erwähnt, die Kartelle im Faschismus war organisierter Kapitalismus, aber kein sozialer. Den ostasiatischen Staatskapitalismus, wie der etabliert wurde, zum Beispiel in Korea, die am Anfang auch sehr brutal durchgesetzt wurde. Und dann übernehme ich dieses Argument, dass liberaler Kapitalismus instabil ist, in turbulenten Krisen endet. Doch das ist, glaube ich, nicht sehr überraschend. Organisierter Kapitalismus eben eher durch Stagnationskrisen endet, wie es zum Beispiel dann die 70er Jahre war. Schließlich spielt sich diese Prozesse auf nationaler Ebene, aber auch auf internationaler Ebene, also internationalen Institutionen. Und in diesen internationalen Institutionen, die sind immer typisch für eine Phase des Kapitalismus, das heißt, die sichern ab, zum Beispiel den liberalen Kapitalismus oder sichern eher ab den organisierten Kapitalismus. Und die beiden Organisationsprinzipien, die ich heute in den Vordergrund stellen werde, ist einerseits der Marktuniversalismus, der eigentlich häufig ist, und auf der anderen Seite die Idee der Reziprozität. Gut, um mir das mal jetzt so ein bisschen, jetzt haben Sie es überstanden, wesentlich mit der Theorie, mit dem Abstrakten, das ist jetzt etwas anschaulicher, können Sie mit den Arten, um Sie ein bisschen zu, das ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich das mal durchdekliniert hier am Beispiel der USA. Ohne jetzt groß in die Wirtschaftsgeschichte der USA gehen zu wollen. Und wenn wir gleich unten anfangen, dann sage ich, da sind wir, das war eigentlich nicht gemeint, da sind wir sozusagen in der aktuellen Phase, die so nach gängiger Wahrnehmung in den 80er Jahren begonnen hat, Finanzialisierung als Bezeichnung für diese liberale Phase. Davor hatten wir eben 40er und 60er Jahre den New Deal, Fordismus als organisierten Kapitalismus. Dann eben dieser Zusammenbruch dazwischen. Vielleicht weniger bekannt ist Ihnen, sozusagen, wenn Sie kein Wirtschaftshistoriker sind, die Phase des Kapitalismus, die quasi der großen Depression, dann in der großen Wirtschaftskrise geendet ist. Die nennt man Progressive Era oder auch die Antitrust-Ära. Und Antitrust verweist auch schon gleich darauf, auf die Bezeichnung der Phase des organisierten Kapitalismus davor. Denn die Phase des organisierten Kapitalismus, die da abgelöst wurde, das war die Phase der großen Trusts, also wenn Sie so denken, so Leute wie Rockefeller und so weiter, die quasi die amerikanische Wirtschaft unter sich in kleinen Monopolen, Oligopolen aufgeteilt haben und die dann durch einen liberalen Kapitalismus wiederum herausgefordert wurden, die wurden zerschlagen, aber wie gesagt, dieser liberale Kapitalismus war instabil und ist dann dieser riesen Wirtschaftskrise geendet. Das ist so eine Idee, wie ich dazu komme, da könnte man noch ewig weiter reden, aber ich würde jetzt ganz gerne weiterkommen, wieder zurückkommen zum aktuellen Kapitalismus, das ist ja auch das Thema der Vortragsreihe, den multiplen Krisen und als nächstes den Punkt machen, dass wir in einer Phase der Finanzialisierung leben und aber gleichzeitig auch mit großer Wahrscheinlichkeit da demnächst eine noch größere Krise sehen. Nun zunächst gibt es natürlich für die aktuelle Phase des Kapitalismus unterschiedliche Bezeichnungen. Mir scheint Finanzialisierung da die beste Bezeichnung, weil es dadurch relativ greifbar ist. Postmodernismus eine negative Bezeichnung, Neoliberalismus für mich eher ein politisches Programm. Ich definiere es ja ganz einfach, wie gesagt, Sie haben das ja, glaube ich, alle schon mal gehört, über die Bedeutung von Finanzmärkten, Finanzinstitutionen, Motiven, Finanzeliten in unseren Gesellschaften, der Politik und natürlich in der Wirtschaft. Und das ist ein Prozess, der sich ausgebreitet hat. Der hat angefangen in der Unternehmensführung, Stichwort Shareholder Value, wo also Unternehmen reformiert wurden hinsichtlich sozusagen der Dominanz der Aktionäre, zum Beispiel gegen die Manager damals. Damit fing Finanzialisierung stark an. Das hat sich aber sehr stark ausgeweitet in andere Bereiche. Die Finanzmärkte selber sind restrukturiert worden, darüber haben Sie gesprochen. Finanzialisierung ist aber inzwischen auch sehr stark in der Gesellschaft, also denken Sie an Studienkredite, denken Sie an Altersvorsorge, Riester-Rente oder so etwas. Und das ist im Augenblick das Thema der Finanzialisierung, was am stärksten diskutiert wird, die Finanzialisierung der Natur, also beispielsweise Handel mit Klimazertifikaten oder auch Handel mit Agrarland und Ähnlichem. Das ist sozusagen aus meiner Sicht so die dominante Tendenz im aktuellen Kapitalismus. Und das ist etwas, was wir auf nationaler Ebene finden können, aber was auch transnational abgestützt ist. Das sind typische Institutionen und die typische Institution aus meiner Sicht, und über die bin ich ja auch zugekommen, ist das International Accounting Standards Board, ISB, was da steht. Das ist eine private Organisation in London, wo Leute sitzen, die Rechnungslegungsstandards entwickeln und auch traditionell noch für deutsche Kleinunternehmen
werden Rechnungslegungsstandards in Deutschland zum Beispiel durch das Handelsgesetzbuch gesetzt, das heißt durch den Bundestag. Das ist ein politischer Prozess durch den Gesetzgeber und in der Europäischen Union ist das seit einigen Jahren abgelöst worden für börsennotierte Unternehmen, eben durch die Standards, die von diesen privaten, von dieser privaten Organisation entwickelt werden und die in erster Linie entwickelt werden in Orientierung an Interessen der Kapitalanleger. Ja, und da sehen Sie sozusagen diese Finanzialisierungsperspektive, die hier sich auch auf internationaler Ebene etabliert hat und die diese Anlageperspektive, diese Kapitalmarktperspektive verwirklicht. Das nur als kurze Illustration. Gut, warum bin ich der Meinung, dass Finanzialisierung inhärent instabil ist? Nun, auch das ist Ihnen, glaube ich, wenn Sie die letzten Vorlesungen besucht haben und wie ich meine Vorredner kenne, relativ geläufig. Finanzmärkte sind inhärent instabil. Das kennen Sie, da gibt es also immer Spekulationsbewegungen, die sehen Sie hier permanent. So, Sie setzen auf höhere Kurse, dann gibt es Leute, die dagegen setzen. Das kann mal sozusagen kleinere Ausschläge geben, das kann aber häufig ein bisschen längerfristige Boomphasen und die müssen dann irgendwann auch enden in einem Bust, also in einer Krise. Das ist sozusagen etwas, was Kapitalmärkte oder Finanzmärkte doch unterscheidet von, sagen wir mal, anderen Märkten, anderen wirtschaftlichen Sektoren. Das zweite Problem hier ist die transnationale Ansteckung. Die Finanzmärkte sind extrem stark vernetzt, auch das ist Ihnen nichts Neues heutzutage. Das haben Sie ja gesehen auch in der letzten Finanzkrise, aber das war natürlich auch nicht immer so. Also wenn Sie sich die Finanzmärkte der 50er, 60er Jahre anschauen, die waren total abgeschottet, da war es recht aufwendig, von einem Land ins andere zu überweisen. Und wenn da eine Bankenkrise in einem Land ist, heißt das definitiv nicht, dass die halbe Welt eine Finanzkrise bekommt. Das hätte sehr begrenzte Auswirkungen gehabt. Dann natürlich, auch das kennen Sie, dass viele Finanzinstitutionen heutzutage zu groß und zu wichtig sind, dass man sie pleite gehen lassen kann. Insofern intensiviert das noch das Risiko, dass sich sozusagen da größere Probleme aufbauen, dann irgendwann mal zur Eruption kommen und nicht rechtzeitig zum Beispiel durch eine relativ frühe Konkurs reduziert werden. Und schließlich ist es so, dass im Finanzsektor, auch das ist Ihnen wahrscheinlich geläufig, die Finanzmärkte immer einen Tick schneller sind als die Regulatoren. Die Regulatoren wollen die Risiken in den Finanzmärkten begrenzen, aber die Finanzmärkte sind schneller, haben auch die besser bezahlten Leute normalerweise und finden dann irgendwelche Schattenaktivitäten, Schattenbanken und Ähnliches, die noch nicht so gut reguliert sind. Dann kommen wieder die Regulatoren und die Finanzmärkte ein bisschen wie mit Hase und Igel so ein bisschen. Deswegen ist es schwer. Schon wieder. Können Sie denn vielleicht noch mal kurz was zur Regulierung der Finanzmärkte ab 2008 sagen? Weil das war dann Stichpunkt. Regulierung und dann Regulierung. Ja, das ist die spannende Frage. Und wenn Sie jetzt jemanden hätten hier, sagen wir mal, aus der EZB oder BaFin, dann würde wahrscheinlich sagen, ja, wir haben doch jetzt seit 2008 die Finanzmärkte ganz erheblich neu reguliert. Und die G20 hat ja jetzt auch gerade da in ihrem Treffen der Türkei gesagt, also eigentlich ist dieses Kapitel jetzt so ein bisschen abgeschlossen. Darüber könnten wir jetzt auch länger diskutieren. Ich persönlich, wie viele meiner Kollegen in der internationalen politischen Ökonomie, bin der Meinung, dass es immer noch nicht gelungen ist, sozusagen den Finanzsektor wirklich sicher zu machen. Man hat ein paar Risiken abgestellt, man hat möglicherweise auch wieder neue geschaffen an anderer Stelle deswegen. Aber ich würde es jetzt eher so ein bisschen so ein bisschen strukturell argumentieren, ich würde sagen, und das zeige ich gleich, das Level an Finanzialisierung, also die Dominanz der Finanzmärkte, dass wir immer noch sehr große Finanzmärkte haben, sehr große Mengen von Schulden und Guthaben, das hat sich nicht substanziell verringert. Dazu habe ich gleich ein paar statistische Daten. Bevor ich die zeige, ein ganz kurzer Hinweis, warum ich der Meinung bin, dass die nächste Finanzkrise viel schlimmer wird als die letzte. Also da nehmen wir die letzte wahrscheinlich ein blaues Lüftchen. Das hat die wesentlichen zwei Ursachen. Die letzte Finanzkrise ist deswegen relativ gut abgelaufen, weil die Staaten relativ gut gefüllte Budgets hatten und deswegen in der Lage waren, Finanzinstitutionen zu retten oder zum Beispiel antizyklische Konjunkturprogramme zu machen. Denken Sie an die Abwrackprämie in Deutschland und so weiter. Die Staatsverschuldung hat aber inzwischen sehr stark zugenommen und dementsprechend, wenn jetzt eine Finanzkrise ausbrechen würde, hätten die Staaten nicht mehr dieses Pulver, um dagegen anzugehen. Das wäre, ich habe es gesehen,
Das wäre sozusagen, wenn es jetzt noch länger dauern würde und wenn es sozusagen gelingen würde, die Staatsverschuldung substanziell zurückzuführen, was ich morgen überhaupt nicht sehe, das einzige Land, das in der Lage ist, seine Staatsverschuldung halbwegs zu reduzieren, aber auch noch nicht auf dem Stand vor der Finanzkrise angekommen ist, Deutschland, also von 60 auf 80% des Bruttosozialproduktes und ist jetzt wieder so bei 70 ungefähr. Da fehlt es, die anderen Länder sind also noch viel, viel mehr verschuldet. Wenn jetzt eine Finanzkrise ausbricht, gibt es nicht mal die Möglichkeit, über die erfüllenden Haushalte dagegen zu schießen. Und die Zentralbanken, die sonst sozusagen, wie die EZB oder auch die Federal Reserve, den Retterjob übernommen haben, die gesagt haben, okay, wenn es dann sozusagen, wenn der Staat nicht mehr helfen kann oder wenn die Wirtschaft nicht anspringt, fluten wir die Finanzmärkte mit Geld. Auch die hat ihr Pulver im Augenblick verschossen. Manche, also die versuchen da jetzt so gar nicht langsam, zumindest in den USA, möglicherweise mal diese Ausweitung zurückzufahren. Aber in Europa sind wir noch dabei, das auszuweiten. Das heißt, auch da ist nicht mehr so richtig das Pulver da, wenn es ja eine neue Finanzkrise kommt, das auszuweiten. So, Sie hatten eine Reportage dieses Jahr über die Finanzkrise und die Finanzialisierung eigentlich als Begriff hat als Ergebnis eigentlich, dass die Finanzialisierung gar nicht gebremst ist, sondern eher noch weiter ausweitet, was Sie hier unten zeigen. Haben Sie Beispiele für Regulierung zunächst und auch für Re-Regulierung danach? Mhm. Das würde mich mal interessieren. Ja, also die Differenzierung schon vielleicht sozusagen, also Re-Regulierung, also eine Regulierung der Finanzmärkte findet ja immer statt. Auch eine Liberalisierung ist eine Regulierung. Man legt ja bestimmte Regeln fest. Re-Regulierung war jetzt gemeint als sozusagen der Versuch der Stabilisierung, der Eingrenzung, der Reduktion von Risiken. Das ist möglicherweise ein sprachliches Missverständnis. Das sehe ich auch so, ja. Aber ich komme gleich nochmal zu diesem Thema. Gut, um Ihnen einfach mal so eine Idee zu geben, warum ich der Meinung bin, dass mit einem hohen Ausmaß von Finanzialisierung eine ganz erhebliche Instabilität anschaut, kommen jetzt mal so ein paar Beispiele, wie man Finanzialisierung messen kann. Das ist sehr schwierig. Es gibt kein allgemein akzeptiertes Maß an Finanzialisierung. Es gibt vor allen Dingen auch nicht richtig gute Statistiken und Datenquellen dazu. Hier, das ist ein Beispiel, das das amerikanische National Bureau of Economic Research mal für ein Paper gemacht hat. Die haben quasi die Relation der Einkommen im Finanzsektor verglichen zu anderen wirtschaftlichen Sektoren dargestellt. Und Sie sehen einen starken Anstieg so bis in die 30er Jahre, dann eben einen starken Einbruch und jetzt einen Aufstieg auf ein sehr hohes Level. Also da sind wir, das ist als erster Indikator, dass wir wieder auf einer Phase sind, wo sozusagen relativ große Einkommen in den Finanzsektoren gemacht werden. Also ein bisschen mehr auch auf die Frage aus dem Publikum eingehen, kann ich hier in dieser Grafik. Hier sehen Sie einmal in Rot eine Kapitalmobilität, also die grenzüberschreitende Kapitalmobilität, und in Blau die Anzahl der Länder, die in einer Bankenkrise sind. Das wäre zum Beispiel jetzt, also wenn Sie jetzt wirklich Finanzialisierung reduzieren wollten, also wirklich eingreifend, wäre die Einschränkung der Kapitalmobilität wahrscheinlich das allerbeste und massivste Instrument. Was heißt das? Also Kapitalverkehrskontrolle. Und die großen Schwellenländer beispielsweise haben auch solche Kapitalverkehrskontrollen, wenn auch keine sozusagen, also unterschiedlich intensiv. China hat noch die intensivsten. Sie sehen hier, dass die Kapitalmobilität bis zu den 20er Jahren extrem angestiegen ist. Dann ist es natürlich runtergegangen. Danach kam eben diese Phase mit relativ vielen Ländern in Bankenkrisen. Dann gab es eine Phase relativ geringer Kapitalmobilität, es gab kaum Bankenkrisen. Die Kapitalmobilität ist dann mit der Finanzialisierung stark angestiegen. Und hier sehen Sie die Krisen beispielsweise, die Subprime-Bubble, die Schuldenkrise, die asiatische Finanzkrise, eine starke Zunahme. Und hier beginnt jetzt sozusagen wieder die Zunahme. Das sind die neue Finanzkrise noch gar nicht abgetragen. Das heißt, der Zusammenhang ist so ein bisschen starke Kapitalmobilität über Grenzen geht einher mit relativ vielen Bankenkrisen, geringe Kapitalmobilität, geringe Finanzialisierung führt zu wenigen Krisen. Und noch eine dritte Grafik, um so ein bisschen zu illustrieren, warum ich der Meinung bin, dass wir noch in einer Phase der Finanzialisierung sind. Das hier ist von dem amerikanischen Report to the President, die haben eine Statistik jedes Jahr über die Anteile der Gewinne aus Finanzgeschäften am Gesamtprofit in den USA. Und Sie sehen hier ganz erhebliche Schwankungen. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier so im späten Zweiten Weltkrieg waren, es gerade mal 5% und generell hier sehen Sie so in den 50er Jahren war es um die 10% an den Gesamtprofiten. Und Sie sehen aber hier 40%
kurz vor der Technologieblase. Kurz vor Zusammenbruch der Dotcom-Blase. Hier sehen Sie natürlich den Zusammenbruch jetzt in der Finanzkrise. Und hier sehen Sie, dass es dann aber schon wieder hochgegangen ist. Zwar nicht mehr so extrem wie in den späten 90er Jahren, aber wir sind im historischen Zusammenhang immer noch auf einem sehr hohen Level der Finanzialisierung. Das heißt, wenn man annimmt, dass eine stark ausgeprägte Finanzialisierung inhärent instabil ist, dann gibt es im Augenblick trotz all dieser Schritte für die Bankenregulierung keinen Grund zur Entspannung. Nun ist natürlich die Frage, woher kommt diese Krise? Wahrscheinlich kommt sie aus einer Ecke, die wir überhaupt nicht erwarten. Das ist immer so bei Finanzkrisen, dass sie nicht aus den Ecken kommen, die wir für wahrscheinlich halten. Da ist aber hier leider das Thema der Vortragsreihe die multiple Krise, Finanz- und Euro-Krise. Gehe ich hier mal kurz zur Euro-Krise. Die Euro-Krise wäre ein möglicher Auslöser unter vielen. Ich mache das hier wirklich nur ganz kurz. Aus meiner Perspektive haben wir nach wie vor in Südeuropa eine schwere Wirtschaftskrise, auch wenn unsere Medien gerne uns den Eindruck geben, dass das ja alles wieder besser wird. Viel gefährlicher ist wahrscheinlich für den Euro noch der schleichende wirtschaftliche Abstieg von Italien und Frankreich, die immer weiter zurückfallen. Das ist nicht so deutlich in Südeuropa, aber für den Euro viel gefährlicher. Und ich bin auch der Meinung, dass die Ökonomien, damit sie mithalten können mit der deutschen Superkonkurrenzfähigkeit, die Michael Flassbeck auch vermittelt hat, brauchen sie das Instrument der Abwertung, der externen Abwertung. Die interne Abwertung haben wir jetzt gesehen in den letzten Jahren. Die ist nicht nur ausgesprochen grausam, sie lässt sich nicht durchsetzen und sie funktioniert nicht, weil sie eben natürlich die Nachfrage schrumpft. Und das hat der Flassbeck sicherlich viel kompetenter gesagt als ich. Es gibt Maßnahmen zur Krisenbekämpfung, zum Beispiel die Bankenunion oder den Juncker-Plan. All das sind aber Peanuts verglichen mit der Größe der Probleme, die wir dort haben. Und Deutschland wird den Euro wahrscheinlich retten, entweder durch 5 bis 10 Jahre massive Lohnerhöhung, um dann sozusagen den Südeuropäern wieder Konkurrenzfähigkeit zu geben, oder durch massive Finanztransfers in den Süden. Ich sehe das aber politisch nicht. Und deswegen halte ich zum Beispiel den Euro auch als eine sehr instabile Währung. Aber wie gesagt, die Finanzkrise kommen meistens irgendwoher, wo wir die meisten von uns das nicht erwarten. Gut, kurzes Zwischenfazit. Aus meiner Perspektive sind wir also noch in einer Phase hoher Finanzialisierung, sehr ausgeprägter Finanzprofite, hoher Kapitalmobilität. Und die letzte Finanzkrise war sozusagen erst der Anfang. Wir sind immer noch sozusagen in dieser Krise und ich denke, es wird nochmal wesentlich schlimmer werden. Nun, bei der letzten Krise gab es ja auch so ein bisschen Aufzug in der Gesellschaft, die sagte, oh, diese Finanzsektoren, das ist ja furchtbar und da müssen wir was machen und so. Das hat mich sehr lange angehalten. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt nochmal eine Finanzkrise gibt, dass die Gesellschaft vielleicht etwas unduldsamer reagieren wird. Wir haben das ansatzweise, die Regierung zumindest scheint die Sorge zu haben, denn als 2010 Griechenland quasi seine Kredite nicht mehr bezahlen könnte, wäre es am einfachsten gewesen, natürlich zu sagen, ja, dann werden die eben nicht bezahlt. Das hätte aber im Wesentlichen dann die deutschen und französischen Banken getroffen und das wollte man lieber nicht riskieren. Deswegen ja diese ganze Rettungspolitik, die ganzen Kredite für Griechenland. Also ich denke, das ist weiterhin sehr, sehr gefährlich und die spannende Frage ist dann, wenn jetzt wirklich die Gesellschaft unzufrieden werden würde mit der Form des Kapitalismus, die wir jetzt seit ein paar Jahrzehnten haben, dann ist die Frage, was ist dann die Alternative? Und eine sozusagen der Gründe, warum es nach der letzten Finanzkrise nicht dazu kam, dass irgendwie so ein Alternativdiskurs, Alternativmodell sich durchgesetzt hat, war, dass es irgendwie noch nicht so ein klares Paradigma gab, so eine Alternative. Also die ganzen Kapitalismuskritiker hatten nicht ihre Schubladen, die großen Alternativpläne. Und viele Menschen sind auch zurückhaltend gegenüber radikalen Neuerungen, sich einem ganz neuen Wirtschaftssystem anzuvertrauen. Das machen sie hier nicht unbedingt freiwillig. So, man wird in einer Krise häufig danach schauen, wo gibt es denn mal eine Art des Kapitalismus oder der Wirtschaft, die sich bewährt hat. Also die funktioniert hat, die erfolgreich ist. Und um ein Beispiel zu geben, dass Deutschland nach der Wiedervereinigung dann irgendwann in eine Rezession gekommen ist und man auch dachte, der deutsche Kapitalismus funktioniert nicht. Da haben wir auch geguckt, wo läuft es denn? Und wir haben gesehen, oh, in den USA, das ist ja fantastisch, Shareholder Value und so weiter. Das müssen wir auch in Deutschland machen. Und da hat es so einen solchen halbherzigen Report gegeben, der aber Gott sei Dank nicht sehr, sehr weit ging. Meine Hypothese jetzt im Rest meines Vortrags ist, dass die Schwellenländer, die Art des Kapitalismus in den Schwellenländern
so etwas darstellt wie ein mögliches Leitbild, dem sich viele Leute dazuwenden könnten, weil es ein Modell des Kapitalismus ist, was gerade im Augenblick ganz gut funktioniert. Sie hören vielleicht was über Schwellenländerkrise, aber das ist eigentlich eine Krise im Wesentlichen für Kapitalanleger, die dann möglicherweise zu riskante Anlagen gemacht haben. Also die Wachstumsraten in China, Indien sind immer noch hervorragend und ich denke auch in Brasilien spätestens in 2 Jahren wieder deutlich besser. Kommen wir jetzt zum letzten größeren Teil meines Vortrags und stellen Ihnen vor, das Kapitalismusmodell, was sich in diesen Ländern herausgebildet hat, vor allen Dingen in Indien und China, mit gewissen Abstrichen in Brasilien. Und das ist aus meiner Sicht ein Kapitalismusmodell, das vergleichsweise erfolgreich ist, wobei Erfolg natürlich ja, auf den Wertmaßstab ankommt. Erfolgreich im Sinne von Wirtschaftswachstum, nicht erfolgreich zum Beispiel in Bezug auf Umwelt oder Ungleichheit. Aber Wirtschaftswachstum ist etwas, was natürlich viele Leute in einer Wirtschaftskrise sehr attraktiv finden. Es ist robust, es hat die Finanzkrise wesentlich besser überstanden als viele westliche Kapitalisten, aber wie gesagt, es ist auch nicht sehr, es ist sehr ungleich und es wird auch nicht unbedingt demokratisch kontrolliert. Es ist aus meiner Sicht eine typische Form des organisierten Kapitalismus. Der einzelne Unternehmer darf zwar Geld machen, Sie kennen all die Geschichten über diese chinesischen Millionäre und Milliardäre, aber nur solange das sozusagen den nationalen Entwicklungszielen untergeordnet ist. Wenn sozusagen die Parteiführung zum Beispiel in China den Eindruck haben würde, dass das läuft aus dem Ruder, dann wird natürlich da eingegriffen und diesem Unternehmer klar gemacht, dass es Grenzen gibt für seine eigenwirtschaftliche Verwendung. Ich würde auch sagen, das ist so ein typisches Counter-Movement. Jetzt nicht das Counter-Movement hier bei uns, also das käme ja erst noch, sondern ein Counter-Movement aus den Schwellenländern, die einfach die Nase voll hatten, schon vor einiger Zeit vom krisenabhängigen und krisenanfälligen und abhängigen Kapitalismus. Also das kennen Sie ja, dass es Länder gibt, es gibt sehr viele Schwellenländer, Entwicklungsländer, die beeinträchtigt werden sehr stark von Entwicklungen und Industrieländern. Das klassische Beispiel ist die Asienkrise gewesen. Das hat vielen dieser Schwellenländer noch so ein bisschen den Rest gegeben, wo sie gesehen haben, oh, wie anfällig sind wir gegenüber globalen Finanzmärkten. Und wie schlimm dann der IWF dann in die Länder reinkam und dort Wirtschaftspolitik durchgesetzt hat, die nicht wollten. Das wollen sie nicht mehr und dagegen haben sie ein alternatives Modell entwickelt. Nun, hier mal ein Hinweis auf die Erfolgparameter dieses Modells. Hier haben sie drei Spalten. Ups, da habe ich was abgeschnitten. Da oben sieht man es genau. Also schwarz ist Sozialproduktwachstum, es geht immer um gleich 3 Jahrzehnte, also 80 bis 2010. Dann der Value-Added in der Industrie und die Exporte. Und Sie sehen hier insbesondere Indien und China deutlich höhere Wachstumsraten an all diesen Kategorien als in anderen Ländern. Jetzt können Sie sagen, naja, ist ja normal für Schwellenländer, aber auch wenn Sie es vergleichen würden mit dem Weltdurchschnitt und auch mit anderen Schwellenländern, haben diese Schwellenländer sich wesentlich dynamischer entwickelt. Nun, woran liegt das? Eines der Beispiele ist, eines der Aspekte dieses staatskapitalistischen Modells, was wir identifizieren könnten, ist der Einfluss des Staates auf die Unternehmen. Das hier ist ein Index der OECD, ein Index staatlicher Kontrolle in Unternehmen und sehen natürlich, wird sich wenig wundern, China sozusagen mit dem höchsten Index, Indien, Brasilien folgen. Das heißt, es ist ein viel stärker staatlich kontrolliertes Kapitalismusmodell. Unternehmensfinanzierung, wird sich jetzt nicht verwundern, nach dem, was ich gerade gesagt habe, über Finanzialisierung, ist relativ wenig abhängig von den Weltkapitalmärkten. Hier ist interessant dann der dritte Balken, das ist sozusagen die Equity-Finanzierung, also die Finanzierung über Aktienmärkte. Der erste Balken sind Bankkredite und intern generierte Fonds für die Unternehmensfinanzierung. Wir sehen auch hier, dass die Aktienmärkte in diesen Ländern eine relativ geringe Rolle spielen. Das heißt, man will sich nicht unbedingt diesen Fluktuationen auf den Kapitalmärkten aussetzen, man will Stabilität haben. Stabilität ist auch das Stichwort für den Schutz der Märkte. Das wird Sie jetzt vielleicht nicht so wundern, dass China hier auch wieder nach einem OECD-Indikator den stärksten Schutz seiner nationalen Märkte hat durch staatliche Regulierung. Also Sie kennen alle diese Geschichten über unsere ganzen deutschen Unternehmen, die in China aktiv sind und sagen, es ist doch ein offener Markt zu sein. Nein,
China hat sozusagen die stärksten regulierten Märkte. Das ist allerdings unterschiedlich nach den Märkten. Es gibt bestimmte Sektoren, die die chinesische Regierung für nicht mehr besonders wichtig hält für die weitere Entwicklung des Kapitalismus, zum Beispiel im Textilsektor. Andere Sektoren sind vollkommen geschlossen gegenüber ausländischen Unternehmen. Das heißt, man schützt seine Märkte, um die nationalen Unternehmen entwickeln zu können. Und man schottet sich auch ab vor ausländischen Direktinvestitionen. Auch wieder hier ein OECD-Standard, und auch das wird Sie vielleicht verblüffen. Von allen Ländern, die die OECD analysiert hat, ist China das Land, das die höchsten Restriktionen hat gegenüber ausländischen Direktinvestitionen. Das ist nämlich verrückt, Sie wissen alle, wie stark deutsche Unternehmen in China engagiert sind, wie viele Investitionen die da durchgeführt haben, aber China ist trotzdem von allen fortgeschrittenen Industrieländern weit im Abstand das Land, was die stärksten Restriktionen hat. Warum sind die trotzdem da? Weil der chinesische Markt so attraktiv ist, dass man sich das alles gefallen lässt. Das heißt, man schluckt all diese bitteren Pillen, um bloß auf diesem Markt da zu sein. Für die Automobilunternehmen, die Deutschen zum Beispiel, heißt das Joint Ventures. Kein Unternehmen wird es erlaubt, sozusagen da alleine zu operieren, sondern immer nur in Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen. Die Idee ist natürlich, dass irgendwann chinesische Unternehmen so viel lernen bei diesen Joint Ventures, dass sie die deutschen Unternehmen dann wiederum vom Markt verdrängen. Das ist so ein bisschen die Idee, dass die irgendwann auch wieder verschwinden. Die Unternehmen haben doch die Mehrheit der Chinesen. Genau, die sorgen natürlich dafür, genau, also die Kontrolle, genau, das ist so um die genau, 50-51%, also die Chinesen passen auf, da passiert also nichts ohne ihre Mitgliedschaft, aber sie wissen natürlich auch, sie brauchen das Know-how aus den westlichen Ländern. Interessant ist vielleicht, deswegen habe ich die hier mal am Rand gehabt, hier die Tschechische Republik und die Slowakei, das ist das Gegenmodell, und zwar jetzt hätte ich vorher auch eingesonnen auf all diesen Tabellen, für Schwellenländer. Es gibt sozusagen aus unserer Sicht zwei alternative Wachstumsmodelle. Das eine ist dieser staatlich kontrollierte, staatlich abgeschottete der großen Schwellenländer. Und der andere ist der abhängige Kapitalismus, die zum Beispiel viele Staaten Osteuropa präferiert haben. Abhängiger Kapitalismus, weil sie sehr stark abhängig sind von westlichen multinationalen Unternehmen. Denken Sie jetzt zum Beispiel in die Slowakei, die natürlich von der Volkswagen-Krise mitgenommen wird. Und dementsprechend hat diese Form des Kapitalismus, die auch zumindest in den letzten 20 Jahren relativ hohe Wachstumsraten produziert hat, ist die in letzter Zeit nicht mehr so populär, weil man gesehen hat, oben unten jetzt auch sehen wird in der Slowakei, denke ich, dass man sehr abhängig ist von den Entscheidungen der westlichen Multis. Gut, das ist sozusagen das Alternativmodell, was sich jetzt in den letzten 30 Jahren in den großen Schwellenländern etabliert hat, aber sehr stark national dominierter, staatlich kontrollierter, nur sehr selektiv sich öffnender Kapitalismus, oberste Priorität ist hohes Wirtschaftswachstum, das Aufholen gegenüber den etablierten Industrieländern. Man setzt zwar auf Marktmechanismen und Unternehmen, aber unter starker staatlicher Kontrolle. Das wäre sozusagen ein Modell, von dem ich mir vorstellen kann, dass das, wenn es jetzt bei uns wieder eine große Wirtschaftskrise gibt, dass große Teile der Bevölkerung das durchaus attraktiv finden. Und zum Schluss noch ganz kurz ein paar Hinweise dahingehend, wo ich auch schon so ein bisschen Ansätze dieses Wechsels sehe. Das ist aber jetzt sehr spekulativ und nicht systematisch analysiert. Normalerweise kommt das Neue ja nicht so ganz plötzlich. Das Neue war schon vorher mal irgendwo da und wird dann irgendwann dominant. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, wo könnte man den Punkt machen, dass die Krise der Finanzialisierung sozusagen schon angefangen hat. Und ein Aspekt ist sicherlich die zunehmende Unzufriedenheit im Finanzsektor. Denken Sie an diese Riesenserie von Strafzahlungen, die gegen die großen Banken verhängt wurde. Denken Sie an die Maßnahmen zur Begrenzung von Boni, die durchgeführt wurden. Denken Sie an den öffentlichen Diskurs, der auch nicht sehr freundlich ist über die Banken, über den Finanzsektor. Da sieht man, dass deren Legitimität und dass sie sozusagen auch von der Politik da stärker an die Leine genommen werden. In dem Kontext auch natürlich all die Sachen, die Diskussion über Piketty und so weiter, das Thema Ungleichheit wird stärker thematisiert. Vielen Leuten ist immer unwohler mit großer Ungleichheit. Wenn man sich genau anschaut, woher kommt Ungleichheit, dann wird man relativ schnell herausfinden, dass das natürlich mit Finanzialisierung zu tun hat. Es gibt Schätzungen darüber, dass ein Großteil der Ungleichheit, die wir heute haben in der westlichen Industriegesellschaften, auf diese Finanzialisierungsprozesse zurückgeführt werden kann. Und die Mechanismen können wir gerne noch besprechen. Die ausgeprägte Verschuldung ist ebenfalls ein Phänomen in diesem Kontext, nicht? Also, dass sowohl Privathaushalte als auch Staaten, zum Teil auch Unternehmen, sich sehr stark verschulden, deswegen auch anfälliger werden.
Auf der anderen Seite sind große, große private Reichtümer, die aber auch nicht für den Konsum verwendet werden, deswegen Wachstum schwächen. Und Sie sehen generell, selbst ohne die Finanzkrise, ein fragiles Wachstum in der Industrieländern, wenn es da mal 2% gibt, ist man inzwischen zufrieden. Und vieles von diesem Wachstum haben Industrieländer nur geschafft durch, ja, auch durch Währungsmanipulationen. Nicht? Also in der Eurozone wäre die Wirtschaftsleistung noch viel, viel schlechter im Augenblick, wenn nicht die EZB es geschafft hätte, den Eurokurs auf globaler Ebene deutlich zu drücken. Gleiches gilt für Japan, das massiv seit ein paar Jahren darauf setzt, den Yen zu schwächen und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Das lassen sich natürlich die anderen Wirtschaftsräume nur in Grenzen gefallen. Also irgendwann wird es natürlich Gegenmaßnahmen geben. Die Amerikaner sind der Meinung, dass sie einen stärkeren Dollar verkraften können. Bin ich gespannt, wie lange sich das hält. Und wie gesagt, die Euro-Krise könnte eben auch rein so ein Auslöser dieser Krise der finanziellen Sicherung sein. Auf der anderen Seite, das ist jetzt sozusagen der Schluss meines Vortrags, meine ich auch schon vorsichtig Kennzeichen zu sehen für den Aufstieg des organisierten Kapitalismus. Natürlich nicht, aber erstmal natürlich auf globaler Ebene. Wir leben jetzt interessanterweise gerade in diesen Jahren dazu, dass sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft verlagert. Es ist so seit irgendwie Berechnungen, glaube ich, seit dem frühen 19. Jahrhundert, 1820er Jahre oder so etwas, war es so, dass der Schwerpunkt der globalen Produktion in Industrieländer war. Vorher war er schon außerhalb Europas und der USA. Und jetzt leben wir in der Phase, wo sich sozusagen der Schwerpunkt der globalen Güterproduktion wieder in die großen Schwellenländer verlagert. Also das heißt also, wir hier in Europa, in den USA, Japan, sind nicht mehr sozusagen das Zentrum der Weltwirtschaft. Wir sehen auch, dass in vielen Ländern dieser Staatskapitalismus durchaus als Modell sich so ein bisschen abzeichnet. Zum Beispiel der Wahlsieg von Morales in Bolivien, der sehr stark auf dieses Modell gesetzt hat. Man könnte aber nicht hier, und das Erdogan auch so eine starke, stärker vom Staat kontrollierte Wirtschaft und auch seine großen Infrastrukturprojekten vorschlägt. Und die Einschläge kommen dann ein bisschen näher. Ungarn, die ungarische Regierung hat eindeutig auf ein solches Modell gesetzt, also ganz klar sozusagen Daumenschrauben für die multinationalen Unternehmen, stärkere staatliche Kontrolle über die Wirtschaft. Die neue polnische Regierung wird möglicherweise einen ähnlichen Kurs fahren und da könnte es möglicherweise auch in Europa entsprechende Orientierung geben. Auch natürlich in Südeuropa wird es zum Teil diskutiert, ist aber bisher eine Minderheitsposition. Damit einher geht, und das ist eben sozusagen die hässliche Seite möglicherweise, mit dem diese neue Form des organisierten Kapitalismus einhergehen wird, das sind neonationalistische Bewegungen, rechtspopulistische Bewegungen in vielen Industrieländern. Das wird sich jetzt wahrscheinlich nach den Geschehnissen letzten Wochen noch weiter intensivieren. Und natürlich auf der anderen Seite auch die Abkehr großer Bevölkerungsteile von der Demokratie. In Deutschland haben wir sozusagen in unteren 20-30%, sozioökonomisch in unteren 20-30%, gibt es sehr viele Menschen, die schon lange nicht mehr zu einer Wahl gegangen sind. Sie können das sehr schön sehen in deutschen Großstädten, wo die Wahlbeteiligung zwischen Stadtvierteln zwischen 80-90% in sehr bürgerlichen Vierteln und 30% in sehr armen Vierteln inzwischen schwankt. Also da sind große Teile der Bevölkerung, die sozusagen sich vollkommen abkehren vom politischen System, aber auch vom ökonomischen System, sich nicht mehr viel erwarten. Natürlich anfällig sein werden für Alternativmodelle. Und wenn wir auf die internationale Ebene gehen, dann sehen wir auch dort Verschiebungen. Es geht kaum weiter mit der globalen, liberalen Regulierung der Weltwirtschaft. Die WTO ist quasi gelähmt, ein klitzekleines Mini-Abkommen geschafft in Bali, so ein paar technische Dinge. Aber im Wesentlichen sind die neuen Handelsabkommen keine universalen mehr. Das heißt, das sind Rückzugsgefechte des Westens, der versucht, seine Normen noch in diesem Abkommen etablieren zu können, weil er es auf globaler Ebene gegen den Widerstand der Schwellenländer nicht mehr schafft. Die meisten Handelsabkommen, die heute geschlossen werden, beruhen auf Reziprozität, also nicht mehr sozusagen gleiche Regeln für alle, sondern kommst du mir entgegen, komm ich dir entgegen. Das ist ein Prinzip, was für die Schwellenländer für ihre interne Organisation sehr wichtig ist, aber auch für ihre internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Und selbst der Internationale Währungsfonds hat in jüngerer Zeit mehrfach eingeräumt, dass Kapitalkontrollen, Kapitalverkehrskontrollen durchaus ein geeignetes Instrument sind für Entwicklungs- und Schwellenländer, um sich vor bestimmten Unbilden der Wirtschaft zu schützen. Das heißt, diese Art von die Möglichkeit der nationalen Kontrolle wird selbst vom IWS wieder eingeräumt. Aber wie gesagt, das alles müssen Sie nicht sozusagen glauben, ist sehr, sehr spekulativ. Und ich freue mich auf Ihre Fragen und kritischen Einwände. Vielen Dank.
nächste wieder, ich nehme Sie in der Reihenfolge, zu der Rohstofffrage, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da verhalte ich mich agnostisch. Also man muss sozusagen Schwerpunkte setzen, wenn man sich mit Kapitalismus beschäftigt. Man muss sozusagen sich überlegen, wo man den Kern des Problems sieht. Wenn man sozusagen versucht, alle möglichen Aspekte gleichzeitig einzubeziehen, dann kratzt man immer an der Oberfläche. Und ich habe mich entschlossen, den Schwerpunkt sozusagen auf die Institutionen des Kapitalismus, der Kern der Funktionierung sozusagen, der Marktinstitutionen, der begleitenden Institutionen zu setzen, der Finanzmärkte und so weiter, und beschäftige mich eigentlich überhaupt nicht mit Umweltfragen. Deswegen kann ich Ihnen weder zustimmen, noch sozusagen das von mir weisen. Meine Krisendiagnose stellt sich eindeutig auf sozusagen diese inhärenten Zyklen des Kapitalismus und so weiter. Es kann daneben noch ganz andere Krisen geben. Es könnte auch Krisen der sozialen Reproduktion sein, beispielsweise ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, das, wo du dich auskennst, da schweige lieber. Mit den anderen Himmelskörpern eine interessante Frage, so ganz ernsthaft hat man es nicht versucht, aber egal, Sie haben natürlich da vollkommen recht, dass es da möglicherweise ebenfalls eine große Krise kommt. Und da wären die Schwellen natürlich mindestens genauso von betroffen, die wollten ja auch, andere größere Probleme wollten das ja auch massiv aus. Ihre zweite Frage mit der zunehmenden Instabilität finde ich sehr wichtig, weil mein Punkt ist ja genau der, ich setze mich ja so ein bisschen ab gegen so lineare Hypothesen. Ne? Also dass wir sagen, wenn Sie sagen, wir haben jetzt in vielen Bereichen zunehmende Instabilität gesehen, das ist ja sozusagen, das ist die Annahme, es gibt eine sozusagen sich fortschreitende Tendenz zu zunehmender Instabilität. Und ich würde sagen, nein, das muss nicht so sein. Also das im Augenblick sehe ich auch Instabilität, aber man kann Kapitalismus auch stabil organisieren. Ne? Man muss dann möglicherweise Wohlstandsverluste in Kauf nehmen, aber wenn wir uns den Kapitalismus der 50er, 60er Jahre anschauen, der war extrem stabil. Der hatte zwar jede Menge hässliche Aspekte, man wurde eingesperrt, Frauen war es eine ganz schlechte Zeit, aber er war stabil. Also deswegen ist, man kann Kapitalismus stabil organisieren, deswegen sehe ich nicht sozusagen, dass man so eine lineare Tendenz sieht. Zum Lohnniveau in Deutschland im Zusammenhang mit Finanzialisierung. Also ich würde sagen, genau wie Sie schon angedeutet haben, auf globaler Ebene sehe ich Finanzialisierung da als einen sehr wichtigen Faktor, der sich negativ auf Löhne ausgeübt hat. In Deutschland gibt es das natürlich zum Teil auch, nicht, wenn Unternehmen restrukturiert werden im Interesse der Shareholder Value. Aber Deutschland ist ja interessanterweise das Industrieland, was sich am stärksten resistent gezeigt hat gegen Finanzialisierung. Wenn wir uns die Unternehmen angucken, betrifft das im Wesentlichen die großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen, die sind total finanzialisiert, die operieren die angelsächsischen Unternehmen. Und da könnte man sicherlich, wenn man da sozusagen problematische Entwicklung der Lohnentwicklung sieht, das darauf zurückführen. Aber viele kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland haben mit Finanzialisierung nichts zu tun. Die haben ihre Eigentümerstruktur und die verwenden auch nicht die Instrumente der Finanzialisierung. Auch die Privatverschuldung ist in Deutschland nicht ansatzweise so groß wie in finanzialisierten Ländern. Insofern ist Deutschland da resistent. Nein, in Deutschland, das finde ich ja sehr spannend, also extrem wichtig für die Diskussion der Euro-Krise, ne? Und dass Deutschland eine Politik der Lohnzurückhaltung betrieben hat und damit die anderen Eurozonenländer auskonkurriert hat. Aber das hängt für mich A zusammen, und das ist ein bisschen paradox, mit der Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften, unserer relativ gut organisierten Gewerkschaften, und andererseits auch mit der Schwächung der Gewerkschaften in anderen Bereichen. Ne? Und das ist sozusagen, das würde ich nicht erst in der Finanzialisierung zurückführen, sondern hat mehr mit den Gewerkschaften zu tun. Jetzt für die letzte, also während der Euro-Krise. Ne? In einer längerfristigen historischen Perspektive wäre es etwas anderes. Aber die Lohnzurückhaltung, die wir in Deutschland seit, sagen wir mal, Mitte der 2000er, frühe 2000er Jahre, zum Teil schon früher gesehen haben, die hat eigentlich eher mit den Gewerkschaften zu tun. Mit der Tragfähigkeit. Naja, das Problem ist, also den Schwellenländerkapitalismus, den halte ich für prinzipiell tragfähig, stabil. Das, was im Augenblick diskutiert wird, dass da Schwankungen gibt, und Sie kennen die Geschichte aus Brasilien vielleicht oder aus China, das halte ich nicht für zentral für diesen Kapitalismus. Ich sehe da Risiken eher für die Schwellenländer im politischen Bereich, dass Menschen unzufrieden sind mit ihren beschränkten politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, aber wirtschaftlich halte ich das ziemlich stabil. Die andere Frage ist natürlich, ob jetzt zum Beispiel sagen wir Ungarn oder möglicherweise dann die nächste polnische Regierung, ob die, wenn sie sich daran ausrichtet, ob das dann da auch funktioniert. Und da wäre ich viel, viel skeptischer. Aber
mein Argument bezieht sich natürlich nicht unbedingt darauf, dass das jetzt da sozusagen so super funktioniert, sondern mein Kernargument ist, wo werden die Leute sich inspirieren lassen, wenn es mit dem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus schwierig wird. Und dann werden sie sozusagen bei der Stelle landen. Auch wenn das dann gar nicht so gut funktioniert. Die Deutschen haben sich auch in den USA inspirieren lassen und haben hier Shared Value eingeführt, obwohl das völlig fremd ist in dem deutschen Kapitalismus. Ne? Man macht das so. Wir würden sogar sagen, richtig gut funktionieren und das nur in großen Städten. Deswegen ist das Land wie Ungarn gar nicht so gut geeignet, weil sie brauchen die Größe eines Schwellenländers einerseits für den Binnenmarkt. Wenn sie zu kleine Binnenmärkte haben, ist die Gefahr zu groß, dass sie einzelne Unternehmen haben, die da wiederum Monopole, Oligopole ausbilden, ineffizient werden, wenn sie ihn betreiben und so weiter. Und sie brauchen einen großen Binnenmarkt, damit sie mit den Industrieländern, deren technologische Innovationen sie ja brauchen, die sie da reinholen müssen, eine gute Verhandlungsposition haben. Wenn Sie sozusagen einen dicken Binnenmarkt im Hintergrund haben, dann sind die Industrien noch bereit, zum Beispiel Technologietransferpolitik zu akzeptieren. So ein kleines Land, da sagen die, wie? Du lässt uns nur rein, wenn du sozusagen, wenn wir Joint Ventures machen, da kommen wir nicht. Ja, aber nach China wollen sie eben, nach Indien wollen sie. Und deswegen ist das ein Modell, was für große Schwellenländer gut funktioniert. Nur, wenn sich Leute davon inspirieren lassen, die gucken nicht ins Kleine. Ja, die werden sehen, alles funktioniert, der Staat spielt eine große Rolle. Der Westen wird da sozusagen so ein bisschen, die westlichen Unternehmen werden da so ein bisschen rausgehalten, das wollen wir auch. Ob es jetzt in den kleinen Ländern funktioniert oder nicht, ist dann eine Frage, die wir da später. Also ich habe mit der letzten Frage an, Antwort ist nein. Also kann ich nicht sagen. Also mir sind auch keine Studien jetzt so spontan bekannt, die genau das analysieren. Was es gibt, sind Studien, die sich damit beschäftigt haben, welchen Anteil Finanzialisierung verglichen zu anderen Faktoren hat bei der Umverteilung von Kapital zu Lasten des Faktor Arbeits zugunsten des Faktor Kapital. Da gibt es sozusagen Studien, die sagen, wie stark die Reduktion von Lohnanteilen in unseren Gesellschaften, also in Relation zum Bruttosozialprodukt, auf Finanzialisierung. Aber der Anteil der Finanzialisierung, das ist auch sehr schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie positiv oder negativ das ist. Stellt sich vor, Finanzialisierung ist ja erstmal etwas, was die Wirtschaft ganz gut antreibt. Ne? Also Schulden finanzieren, Leute nehmen Kredite auf, können konsumieren, das führt zu hohen Wachstumsraten. Finanzialisierte Länder haben deutlich höhere Wachstumsraten als nicht finanzialisierte Länder. Ne? Also USA, England und so weiter, selbst die Niederlande haben davon profitiert. Dann gibt es eine Krise, da wird natürlich was zerstört an Wohlstand. Aber jetzt müsste man natürlich berechnen, sozusagen, das muss man jetzt in Relation setzen. Also der Wohlstand, der geschaffen wurde, minus den, der zerstört wurde. Also mir sind keine Studien bekannt, die das wirklich systematisch machen. Aber es wäre eine interessante Frage, das zu machen. Stabilität, ja, genau. Ich mache jetzt mal rückwärts. Sie haben vollkommen recht. Also zunächst, was ist dieser Stabilitätsfokus oder was ist den Schwellenländern so wichtig als Stabilität? Es ist die Stabilität gegenüber globalen wirtschaftlichen Fluktuationen, die ihnen sehr, sehr wichtig ist. Also sie haben gelernt in der Schuldenkrise, in der Asienkrise, dass sie, wenn sie eine relativ große Rolle, eine große Offenheit haben gegenüber den großen globalen Kapitalmärkten, dass sie dann von irgendwelchen Entwicklungen in anderen Ländern sehr stark mitgenommen werden können. Dann ziehen sie das Geld ab. So wie jetzt zum Beispiel das große Problem ist wahrscheinlich zumindest für einige Schwellenländer, wenn die USA die Zinsen erhöhen, wird Geld abgezogen. Das ist negativ und da haben zum Beispiel Schwellenländer wie Brasilien, Südafrika, die Türkei auch riesige Fehler gemacht, dass sie das zugelassen haben. China oder Indien sind da vergleichsweise unempfindlich dagegen. Das heißt, das ist erstmal deren Fokus auf Stabilität. Die wollen sozusagen die wissen, für einen wirtschaftlichen Aufholprozess brauchen wir langfristige Berechenbarkeit, Stabilität. Wenn wir langfristig investieren will, dann brauchen Unternehmen Berechenbarkeit. Und wenn wir immer so auf Vierteljahresberichte oder noch kurzfristigere wirtschaftliche Entwicklungen, insbesondere auf Finanzmärkten, gucken müssen, dann kriegen wir diese Langfristigkeit, diese Stabilität nicht rein. Das wäre die eine Antwort auf Ihre Frage. Deswegen ist für die Stabilität so wichtig. Aber Sie haben natürlich eigentlich eine andere Frage noch gestellt, nämlich jene nach dem sozusagen der Instabilität in den Phasen des Umbruchs und der Stabilität innerhalb einer Phase. Ja, und das ist, Sie haben vollkommen recht, das müsste man jetzt noch viel präziser theoretisieren. Also, was bewirkt, dass eine Phase des Kapitalismus relativ stabil ist? Was führt dann sozusagen zu einer Instabilität? Ja, ich habe Ihnen genannt in dem Kontext nur die unterschiedlichen Mechanismen, wie diese Phasen zusammenbrechen, also der liberale Kapitalismus dann durch eine
eine große europäische Krise, die eine Finanzmarktkrise. Und die sozusagen die organisierten Phasen durch schleichende Liberalisierung, die sich da durchsetzt. Aber sozusagen, was jetzt sozusagen determiniert, warum eine Phase eine bestimmte Länge stabil ist, das zum Beispiel, darüber haben wir noch keine klaren Hypothesen. Aber das wäre auch sozusagen eine Frage für weitergehende Forschung. Wie gesagt, das ist ja auch ein Forschungsprogramm, das noch, da kann man sich noch Jahrzehnte mit wahrscheinlich beschäftigen. Die BRICS, ja, ganz kurz darüber die Frage nach der BRICS-Organisation und der sozialen Ungleichheit. Zunächst müssen wir auseinanderhalten, die BRICS als zwischenstaatliche Organisation und das Modell der großen Schwellenländer. Die BRICS als zwischenstaatliche Organisation sind für mich bisher noch nicht so wichtig. Also die sind interessant aus symbolischen Gründen und die versuchen auch die eine oder andere Initiative gegenüber Industrieländern. Aber wenn man sich jetzt mal nüchtern anschaut, was die BRICS als Organisation bisher geschafft haben, ist das vergleichsweise wenig und in nächster Zeit auch in keiner Art und Weise eine Herausforderung, sagen wir mal, für die G7 oder Ähnliches. Worauf ich abstelle, ist ja eher sozusagen diese Länder als Rollenmodell. Ja, dass Menschen auch bei uns denken, diese Art des Kapitalismus, dieser stärker national dominierte Staatskapitalismus, der funktioniert. Ja, das ist sozusagen, da sehe ich die Relevanz für uns. Nicht so sehr, dass die BRICS jetzt die G7 auf globaler politischer Ebene herausfordern, sondern dass wenn wir hier eine Krise unseres Kapitalismus haben, dass dann Leute sagen, oh, da gibt es aber offensichtlich diese Staaten, die das alles so halbwegs abschütteln, das müssen wir uns mal näher angucken. Ja, das wäre sozusagen das Kriterium. Ob die Leute dann so auf die soziale Ungleichheit in diesen Ländern schauen, da bin ich mir nicht so sicher. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, oh, das wollen wir nicht, diese Ungleichheit, aber es gibt zwei Argumente, die dagegen sprechen. Das erste Argument ist, dass diese Länder natürlich extrem ungleich sind und mit Ausnahme von Brasilien noch ungleicher geworden sind in den letzten Jahren. Das einzige Schwellenland, das ein bisschen ungleicher reduziert ist, ist Brasilien. Die anderen sind noch viel ungleicher geworden. Aber sie haben natürlich hunderte von Millionen Menschen aus der absoluten Armut befreit. Das muss man ihnen lassen. Also die haben sozusagen, sie sind sozusagen die Einkommensverteilung, die Reichen sind noch schneller reich geworden als die Armen. Aber die Armen sind natürlich sozusagen, das haben die geschafft. Wenn sozusagen jemand in unseren Gesellschaften arm ist, dann wird er sagen, oh, das ist aber ein interessantes Modell. Und es hat eben Wachstum geschaffen, es hat Arbeitsplätze geschaffen, das sind Dinge, auf die Leute gucken. Ob dann sozusagen manche noch schneller reich werden als andere, könnte sie möglicherweise nicht so beeindrucken. Aber aus meiner Sicht ist es natürlich, Sie haben vollkommen recht, wichtig, vor allen Dingen sollte man also da aufpassen, das nicht zu verklären als Idealmodell, weil es einfach ein extrem ungleiches, umweltschädliches und so weiter. Ja, zum einen kann man sagen, ja, hier sehen Sie es nochmal, wir haben ja so ein paar Angaben. Sie sehen hier in der ersten Spalte Bankkredite, also die Fremdkapitalfinanzierung. Und das sind die intern generierten Mittel und das Eigenkapital über Aktienmärkte. Und Sie sehen, dass es eine ganze Reihe von Fremdkapitalfinanzierungen gibt, also nicht Bankkredite. Aber die Pointe ist hier, was wichtig ist für die Schwellenländer, dass das Kredite sind bei nationalen Banken und de facto fast immer Staatsbanken. Also viele dieser Banken sind zwar offiziell privatwirtschaftlich organisiert, aber in den Schwellenländern behält sich der Staat eigentlich immer noch eine goldene Aktien oder ähnliches bei, um im Zweifelsfall über diese Bank Vetorechte, Kreditvergaben beeinflussen zu können. Das heißt, es ist nicht so sehr die Frage Eigenkapital, Fremdkapital für uns, ja, weil das Fremdkapital, wenn das Fremdkapital von globalen Banken kommen würde, dann würde es unserem Modell sehr stark widersprechen, weil dann wäre es natürlich, könnte schnell abgezogen werden und so weiter. Für uns ist der Punkt, ist sozusagen die Unternehmensfinanzierung, kann man die stabil sozusagen aus den Ressourcen entweder der Unternehmen oder dieses Kapitalismus generieren oder ist man angewiesen auf globale Kapitalmärkte oder auf globale Banken? Letzteres ist man nicht. Das ist sozusagen unser Argument. Russland, Oberrussland hier, Russland. Ja, also Russland haben wir explizit draußen. Wir haben uns nicht beschäftigt mit Russland, weil Russland einfach von der wirtschaftlichen Dynamik überhaupt nicht da reinpasst. Also, um es ein bisschen polemisch zu sagen, Russland ist eigentlich eher vergleichbar mit Saudi-Arabien plus Atomraketen. Ja, das ist ein Land, was im Wesentlichen von seinen natürlichen Rohstoffen abhängig ist. Und nicht ansatzweise weder dieses Wirtschaftsmodell teilt noch diese wirtschaftliche Dynamik dieser Schwellenländer. Deswegen, das ist natürlich dann noch ein Spannungsverhältnis mit der BRICS-politischen Organisation, weil Russland da nicht reingehört. Wir hatten Südafrika in unserer Untersuchung drin und analysieren das auch vergleichen mit, ist aber auch ein Land, was eigentlich schon zu klein ist, um dann zu
die längere Zeit im Wesentlichen auf dem Export von Rohstoffen beruht und insofern wird es nicht in diese Rohstoffe. Übrigens, im großen Gegensatz zu Brasilien, Brasilien wird ja auch immer gesagt, Brasilien ist so ein Rohstoffexporteur. Wenn Sie sich die brasilianische Wirtschaft näher angucken, werden Sie feststellen, das ist eine sehr geschlossene Wirtschaft und wird im Wesentlichen vom Binnenmarkt in den letzten 10 Jahren getrieben. Also diese Exporte sind gar nicht so wichtig. Deswegen ist Brasilien auf der Seite von Indien und China und nicht auf der Seite von Russland. Korruption war eine Frage. Das ist ein guter Punkt, denn wir haben uns natürlich auch angeschaut, wie die Entscheidungen, die wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen werden. Na, wer koordiniert das? Ja, also es gibt ja ein organisierter Kapitalismus. Jetzt muss das ja auch irgendwie organisiert werden. Und jetzt wäre es ja zum Beispiel denkbar, man organisiert das auch von oben nach unten, mit einer ganz starken Zentralinstanz, die ökonomische Planung macht. Das ist aber in diesen Ländern nichts, sondern wenn man sich genau anguckt, wer die Entscheidung trifft, dann sind das Bündnisse zwischen Teilen des Staates und Unternehmen. Also immer sozusagen, also gar nicht der ganze Staat, sondern nicht sozusagen die Unternehmen als Unternehmensverband, sondern es gibt häufig so Netzwerke zwischen einzelnen Unternehmen und bestimmten staatlichen Stellen. Und solche Netzwerke, die würden wir, jedenfalls nach unseren Maßstäben, gerne als Korruption bezeichnen. Ja? Also wenn es da sozusagen Einzelabkommen gibt, also zwischen einzelnen Unternehmen, einzelnen staatlichen Stellen, das ist zumindest korruptionsanfällig, wenn nicht sogar schon erfüllt schon die Definition von Korruption. Es gibt ja auch viel Korruption, das ist gar keine Frage. Also Korruption in diesen Ländern ist massiv. Ich würde sozusagen aber zwei Bemerkungen dazu machen. Zum einen scheint die Korruption ganz gut zu funktionieren. Also die wirtschaftliche Bilanz dieser Staaten ist trotz der durchaus hohen Korruption relativ gut. Das heißt, Korruption, ich habe da mal irgendwann mal geschaut, wie denn jetzt der, weil das ist eine Frage, die wir häufiger bekommen, wie der Zusammenhang ist zwischen Korruption und wirtschaftlichem Wachstum. Das ist natürlich eine Frage, die viele Ökonomen interessiert. Und interessanterweise gibt es keine wirklich harte quantitative Evidenz, dass hohe Korruption Wirtschaftswachstum unterm Strich bremst. Das fand ich sehr interessant. Wir haben eine starke Aversion gegen Korruption und Korruption ist auch was sehr Unschönes, aber in diesen Ländern ist es gefährlich, allzu massiv gegen Korruption vorzugehen. Und Ihre Frage gibt mir die Gelegenheit, ganz kurz auch noch einzugehen auf die politische Herausforderung dieser Länder. Also wo liegt deren Problem? Indien ist ein gutes Beispiel, die Antikorruptionsbewegung. In Indien hat die wirtschaftliche Dynamik in den letzten Jahren stark nachgelassen, weil es eine massive Antikorruptionsbewegung gab. Gleiches gilt jetzt aber auch so ein bisschen auch in China. Und ganz viele der Netzwerke, die sonst ganz wichtige Entscheidungen tragen, die trauen sich natürlich in diesem Klima keine Entscheidung mehr zu treffen, weil sie Angst haben, unter Korruptionsverdacht gestellt zu werden. Das heißt, ich würde diesen Ländern auf keinen Fall raten, westliche Maßstäbe von Korruption anzulegen oder massiv gegen Korruption vorzugehen, weil sie damit gleichzeitig auch eine ganze Menge sozial nützlicher, informeller Interaktionen zwischen Unternehmen und Staat zerstören würden. Das ist natürlich etwas, was einen so einen westlichen liberalen Nackenhaare hochtreibt, zu Recht. Verstehe ich. Also ist auch kein Plädoyer für Korruption bei uns. Ich sage nur, Vorsicht vor dieser Verdammung der Korruption. In diesen Ländern haben bestimmte Dinge, die wir schon als Korruption betrachten würden, oder zumindest als korruptionsanfällig, ganz wichtige soziale Funktionen. Und die politische Herausforderung in diesen Ländern, das ganz kurz nochmal auszuführen, die kommt vor allen Dingen dann aus den Mittelschichten. Wenn das Wirtschaftswachstum ein bisschen runtergeht, und dann ist es häufig so, dass die Mittelschichten in diesen Ländern sagen, jetzt gucken wir uns doch mal genauer an, wer die Entscheidung trifft. Es ist nicht automatisch, dass die Mittelschichten demokratisch mitbestimmt wurden. Sie fangen erst dann an, sozusagen sich zu artikulieren, wenn das Wirtschaftswachstum nicht mehr so gut, so glatt läuft. Dann sagen sie, Augenblick, jetzt müssen wir uns das genauer angucken. Und dann stellen sie sich häufig gegen genau das, was sie hervorgerufen haben, nämlich diese enge Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft, blockieren diese Zusammenarbeit und führen dann ironischerweise zu einem weiteren Reduktion des Wirtschaftswachstums. Das ist aber jetzt sehr zugegeben nochmal eine sehr provokante These. Also die Mittelschichten mit ihrem demokratischen Mitbestimmung, die machen sozusagen das Modell dann kaputt über die Antikorruption. Das wäre sozusagen die steile These. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das mit der Komplexitätssteigerung verstanden habe, aber wir können vielleicht schon sprechen über so die allgemeine Entwicklung des Kapitalismus. Nicht? Und das ist natürlich auch noch deutlich zu machen.
Wir sprechen hier über Variationen im Kapitalismus. Man kann natürlich auch sprechen über Alternativen zum Kapitalismus oder das Ende des Kapitalismus. Ne? Und es gibt ja Leute wie Wolfgang Streeck zum Beispiel, die sozusagen natürlich ganz, ganz viele andere, die ja schon seit vielen Jahrzehnten machen. Man könnte das einbauen zum Beispiel in dieses Modell, dass man sagt, okay, es gibt dieses Pendelmodell, aber dieses Pendelmodell, das pendelt nicht immer wieder auf die gleiche Stage, sondern das pendelt sich möglicherweise bei der liberalen Phase immer ein bisschen mehr Richtung liberale Phase, dass es sozusagen eine Kombination von Pendel und linearer Entwicklung gibt. Und das könnte natürlich hypothetisch dann irgendwann so sehr zum liberalen Pol führen, dass der gesamte Kapitalismus instabil wird. Aber das ist noch spekulativer als das, was ich vorher erzählt habe. Und wie gesagt, wir arbeiten vergleichsweise empirisch innerhalb Vergleichen im Kapitalismus. Woher das Eigenkapital kommt, war dann noch die Frage. Muss ich tatsächlich sagen, haben wir uns jetzt im Detail nicht mit beschäftigt. Also wir wissen, wo sozusagen das Staatskapital für Unternehmen kommt. Das kommt häufig aus Familien. Aber das ist sozusagen in diesen Ländern sehr wichtig, wenn Sie schauen, wie Unternehmen gegründet werden. Dann spielen solche sozialen Netzwerke in Familien eine relativ große Rolle, Familien und Freunde. Die Kredite, die dann bei der Expansion helfen, werden vom Staat dominiert. Es werden relativ hohe Gewinne erwirtschaftet, deswegen kommt es dazu zu intern akkumulierten Fonds. Aber ihm jetzt systematisch sagen zu können, was jetzt sozusagen die typische Verhältnisse zu anderen Wirtschaftssystemen oder sowas. Aber wie gesagt, wir wissen, dass wir haben uns beschäftigt damit, wie Unternehmen entstehen, woher sie das Startkapital bekommen. Das ist sozusagen häufig über Familien, soziale Zusammenhänge, da spielen die sozialen Netzwerke, die ich gerade erwähnt habe, eine große Rolle. Die Expansion wird unterstützt durch staatlich unterstützte Kredite. Dann werden sozusagen diese Spiele in Gewinnrücklage eine große Rolle. Aber ja, und uns interessiert eben vor allen Dingen, welche Rolle spielte Aktienkapital, die Kapitalmärkte, die das sagen, die spielen keine Rolle. Das war sozusagen unsere Kernfrage. Mal ganz kurz mit dieser kurzen Frage an. Wie gesagt, wir haben selber gar nicht Korruption systematisch erhoben, sondern das war sozusagen ein Begleiteffekt, weil wir das regelmäßig gefragt haben. Da habe ich dann mal sozusagen eine Meta-Analyse von wirtschaftswissenschaftlichen Studien gemacht, die diesen Zusammenhang untersuchen. Und da war ich eben verblüfft festgestellt, ich hatte eigentlich erwartet, dass hohe Korruption, diese Studien als sozusagen als großes Wachstumshemmnis dargestellt wird. Und das war interessanterweise nicht. Ich habe heute die biografische Studie jetzt nicht dabei, die müsste ich Ihnen schicken. Ich kann auch nicht mal genau sagen, was da sozusagen als Maßstab für Korruption, welche empirischen Maßzahlen die dort hatten, aber ich fand das Ergebnis jedenfalls sehr, sehr interessant. Joschas Frage, ich fange mal hinten an. Genau, die Phase von Bretton Woods, das ist ja auch meine, also erstens zur Richtigstellung, das ist nicht die einzige stabile Phase. Es hat auch vorher stabile Phasen gegeben, 20 Jahre, 30 Jahre und so weiter. Ne? Und das kurz zur Relativierung. Das wäre ja auch meine fast lieber, also sozusagen von allen Phasen, die wir in letzter Zeit so gesehen haben, die sympathisch. Das haben ja viele sozusagen Kritiker, linke Kritiker des Finanzmarktkapitalismus auch gesagt, jetzt kommen wir wieder zurück zu einem System von Bretton Woods und das wäre ja toll. Nur, als jetzt die letzte Finanzkrise war, da wäre ja schon weniger gewesen. Ne? Da war ja sozusagen das Bretton Woods Modell als Alternative, das kannte man. Das ist sozusagen das Modell, was man vorher kannte. Es gab auch genug Leute auf der Linken oder bei den Gewerkschaften, die gesagt haben, jetzt gehen wir zurück sozusagen zu Bretton Woods. Ich gehöre auch zu denen, also habe auch sozusagen schon Artikel geschrieben, könnten wir jetzt nicht zurückgehen sozusagen zum Liberalismus und so weiter. Aber das hat niemanden so richtig inspiriert. Und irgendwie scheint das nicht die Strahlkraft zu haben, möglicherweise weil es historisch schon zu weit weg ist, weil das zu schnell diskreditiert werden kann dann von liberalen Diskurs. Ich denke, dass die Schwellenländer mit ihren sozusagen aktuellen und eindrucksvollen Wachstumsraten da möglicherweise ein attraktiveres Bild darstellen. Möglicherweise ist das Bretton Woods-Argument auch zu kompliziert, das sozusagen zu erklären, nicht? Also, wie man das dann organisiert hat. Wenn man sagt, hier, jetzt guck mal da, China und so weiter, das funktioniert, das ist, glaube ich, ein einfaches Modell, wo man, glaube ich, leichter politisch mobilisieren kann. Und ich meine, aus welcher Ecke die politische Mobilisierung kommt, die ich erwarte, habe ich, glaube ich, auch deutlich gemacht. Die USA. Zentralbank. Ich fange hinten an. Na, also ich meine, grundsätzlich klar, Zentralbank kann alles möglich machen und das ist richtig.
ich nur, ich meine, wenn du gerade die USA sagst, die USA sind ja gerade dabei, vorsichtig zu versuchen, das Quantitative Easing wieder zurückzufahren, weil sie das Gefühl haben, dass es auf Dauer zu hochproblematischen Nebenwirkungen hat, nämlich zum Beispiel zur Inflation der Vermögenspreise. Was runterzufahren? Das Quantitative Easing. Was ist das? Die Ausweitung der Geldmengen durch die Zentralbank. Das ist gut. Ja. Ich denke, dass sie das natürlich auch nicht ohne Grund machen, ne? Weil sie sagen, Vermögenspreisinflation und die Verteilungseffekte, die damit einhergehen. Insofern würde ich doch daran festhalten, dass man das nicht unbegrenzt machen kann und dass die Zentralbanken schon Gründe haben, warum sie, und ich meine, die EZB ist ja nicht schon jetzt seit hier in Deutschland zunächst unter Druck, sie weist nur noch aus Verantwortung gegenüber den südeuropäischen Ökonomien. Nicht? Aber, also, dass man das jetzt noch unbegrenzt fortsetzen kann und noch einen draufsetzen kann, da teile ich die Optimismus nicht. Die wirtschaftspolitische Bilanz der USA, drei Sachen dazu. Erstens finde ich die Wachstumsraten der USA, wenn man sie jetzt sozusagen in einem längeren Zeitraum anschaut, nicht so eindrucksvoll. Ne? Also muss ich jetzt nicht nur sozusagen jetzt genau in diesem Jahr die Wachstumsrate anschauen, sondern können wir mal den Durchschnitt in den letzten 10 Jahren, dann sind die schon mal ganz schlecht aus. Zweitens sind die Wachstumsraten der Schwellenländer immer noch weitaus höher als die der USA, mindestens so. Und drittens würde ich natürlich auch davon ausgehen, dass die USA weiter ein stark finanzialisiertes Modell haben. Die Finanzialisierung findet jetzt nicht so sehr statt über Immobilienkredite, sondern das größte Problem der amerikanischen Banken, des amerikanischen Finanzsektors, der jetzt ist für den Studienkredit. Ja, jede Menge Studierende, die riesige Kredite aufgenommen haben, keine angemessen bezahlten Jobs kriegen und die wissen, wie sie diese Kredite zurückbezahlen sollen. Also, es kann sein, dass die USA jetzt gerade im Augenblick wieder etwas höhere Wachstumsraten haben, aber ob das wirklich sozusagen ein dauerhaftes, stabiles Wachstum ohne Größe, das würde ich wahrscheinlich in Frage stellen. Also insofern, nee, also wo ich dir recht geben würde, ist, dass natürlich die USA relativ nah an einem bestimmten Kapitalismus, einem kohärenten Kapitalismusmodell ist. Ne? Also wir operieren ja eben aus der Logik der Vergleich der Kapitalismusforschung, da sind die USA nah am Modell der Liberal Market Economy und das ist natürlich ein sehr kohärentes Modell. Deswegen funktioniert das auch besser als zum Beispiel südeuropäische Unternehmen, die so ein völlig unklares, gemischtes Modell haben und eigentlich kein Geschäftsmodell haben. Also insofern ist es auch kein Wunder, dass die USA relativ hohe Wachstumsraten haben. Aber ich bezweifle, dass das als Alternative noch nicht, auch nicht die Strahlkraft, muss ich jetzt ehrlich sagen, die USA ist doch jetzt sagen, hier, jetzt müssen wir sozusagen auch, wie Amis das gemacht haben, dann hast du aber noch eine grundlegende Frage, genau, was sozusagen, wie wir argumentieren. Und wir haben wirklich, das Argument ganz klar als theoretisches Modell entwickelt und verwenden dann Empirie zur Illustration. Wir würden niemals behaupten, dass das bisschen Empirie verglichen mit diesem monströsen Modell irgendwie eine Art von, sozusagen, eine induktive Entwicklung oder eine bereits empirisch basierte Entwicklung ist, sondern das ist wirklich im Wesentlichen eine theoretische Entwicklung, die ausgegangen ist von so ein paar empirischen Illustrationen, aber dann im Wesentlichen ein theoretisches Modell entwickelt hat und dann natürlich jeder nochmal geschaut hat, wie kann man das empirisch illustrieren. Aber der Fokus ist ganz klar theoretisch und nicht empirisch. Was hatten wir vorher? Die Umweltzerstörung, genau. Ja, das ist eine interessante Frage, ob das eine Phase ist. In der Tat könnten Sie recht haben die Umweltzerstörung ist kein notwendiges Merkmal dieser Form des Kapitalismus, sondern ist sozusagen eher ein Merkmal dieser Industrialisierungsphase, durch die man geht diesen Fokus auf relativ hohe Wachstumsraten. Sie haben recht, es ist in dem Modell jeweils nicht logisch angelegt, dass diese Wirtschaften notwendigerweise umweltschädlicher werden als andere Wirtschaftsmodelle. Wie gesagt, mit den Umweltfragen, Ressourcen, das klammere ich auch aus, damit beschäftige ich mich nicht systematisch. Hat die Expansion des Kapitalismus Grenzen? Und Sie haben dann ein starkes Argument, sozusagen diese säkuläre Tendenz der Expansion des Kapitalismus, also erstmal die geografische Expansion, dann die Expansion in alle Lebensbereiche, manchmal kann man sagen, irgendwann muss der Schluss sein. Ich persönlich bin in Bezug auf diese Dinge
Kapitalismus optimistischer, ich bin sowas wie ein Global-Keynesianer. Aus meiner Sicht ist global so viel potenzielle Nachfrage vorhanden, wenn wir sozusagen Geld umverteilen, kann man so viel Kaufkraft schaffen, dass wiederum so viel kapitalistische Verwertungsprozesse antreiben kann, dass ich nicht sehe, dass der Kapitalismus sozusagen jetzt irgendwie auf sein Ende zuläuft, weil er seine Expansion nicht mehr fortsetzen kann. Also ich sehe noch so viele Menschen auf der Welt, die ungestillte Konsumwünsche haben, wenn man denen auch das Geld in die Hand drücken würde, diese Wünsche zu realisieren, dann könnten noch gigantische kapitalistische Prozesse anliegen. Ob das umweltmäßig, ressourcenmäßig funktioniert, ist eine andere Frage, aber das ist ja nicht ausgeklärt. So, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Nächste Woche kommt Birgitte Jahn. Das Thema ist Zentralbanken, Hedgefonds und Schattenbanken, widerstreitende Interessen auf den Finanzmärkten. Und natürlich vielen Dank an Andreas.